Assalamu alaikum, meine Sonnenfleisch. Heute kommt Staffel 5, Part 133. Große Italiener von der Geschichte des Enzo Stray Cats. Buh. Eines Tages ging Enzo draußen spazieren. Er ging zum legendärsten Platz Degerlochs, der Krötenwald. Als er dort ankam, sah er ein alter Mann mit einer roten T-Shirt, der mit seiner Nudel umspielte. Enzo sah das und wollte seine Ruhe, aber der Mann wollte Enzo stalken und schickte seine andere Kollege, um Enzo zu ärgern. Die Kleinen haben immer einen riesen... Enzo beschloss, dem alten Mann eine Lektion zu erteilen, als Undercover-Polizist. Er hatte bereits seit Wochen verdeckt im Krötenwald ermittelt und war auf die verdächtigen Aktivitäten des Mannes gestoßen. Als der Mann wieder allein im Wald mit seiner Nudel spielte, trat Enzo aus dem Schatten hervor, blitzte sein Abzeichen und verhaftete den Mann wegen illegalen Nudelspiels im öffentlichen Wald. Der alte Mann war schockiert, als Enzo seine wahre Identität enthüllte, aber Enzo blieb unnachgiebig und führte ihn ab. Das Video endete mit Enzo, wie er triumphierend vor der Kamera posierte und verkündete: Die KFC-Polizei schläft nie. Im Namen des Gesetzes und der KFC werde ich immer für Recht und Ordnung sorgen. Und somit ging die Geschichte zu Ende. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, dann folgt mir und Enzo und küsst mich. Ciao.